Nur der Krieg ist gerecht. Also dieser jedenfalls ganz sicher. Heißt aber nicht, dass es sicher ist gegen ihn. Der schwere Panzer trägt die Völker des guten Bereichs hinweg, obwohl sie sicher noch mit Mitte sprechen wollen. Moment mal, da müssen sie schon auf die Pressekonferenz warten, die Tommy Frakes zu uns gibt, sonst sieht er uns nicht viel. Auch diesmal nicht. Aber wir haben ja schon Angst. Sonst wie er uns nicht nur ein Totenwerk, das sein Gott im Handlag geschwonnen hat mit seinen goldenen Freunden. Jawohl, ein Totenwerk. Wer der Mensch ist, wer entschlüpft ihm? Kein Mensch entschlüpft ihm. Aber viele Lügen entschlüpfen ihm. Das hat er leider nicht mehr verhindern können. Viele sind tot. Auch die Toten hat er leider nicht verhindern können. Heute schon wieder ein paar hundert dazugekommen. Morgen vielleicht 1000. Ich vermeide den Namen Gottes und sage lieber Himmel und schau an, vom Himmel kommt so allerlei daher, sofern nicht gerade der Sandsturm ankommt, zur falschen Ankunftszeit, am falschen Flugsteig, im falschen Steigflug. Also bitte, zusammenstoßen sollten Sie nicht, egal mit was, so war das nicht gedacht, als Sie aufstiegen. Allerdings wollte er das auch nicht, der Gott, der ansonsten große Dinge verlangt, dieses aber nicht. Der verlangt von uns nicht, dass so viele tot sein sollen. Oh, ich glaube, das wollte er vielleicht schon, wenn wir Sie nicht fragen. Warum tun wir es denn sonst, wenn er es nicht von uns verlangt hat? Das gibt's doch nicht. Nein. Das glaube ich nicht. Sie leben doch noch. Nein, doch nicht. Die sind tot. Da gibt's nichts. Vielleicht kennen Sie gar kein einziges von den Gefühlen persönlich. Wo Sie doch an Gott glauben. Das genügt Ihnen aber nicht. Sie wollen das Vaterland befreien. Können Sie aber nicht. Denn nur wir halten den Verführer. Der uns nur aufhalten würde, stand und stelle die Religion in Frage und die Steine stellen wir in Frage und den Sand stellen wir in Frage und das Wasser stellen wir in Frage. Der Bush und der Blair zu streiten miteinander auf Englisch und auf dem Sommersitz. Camp David, der Kleine mit der Schleuder, Sie wissen schon, und der Goliath, Leviathan, den unheilwährenden Dämonen Opfer bringen. Da führt kein Weg dran vorbei. Was wollte ich sagen? Egal, die britischen Firmen zum Zug bislang nicht gekommen sie sind. Aber der Blair will auch was abkriegen. Versteht sich? Ist doch klar. Wie er es erfuhr von Halliburton, da guckte er. Dann beruhigt Bush ihn und vor seinen Wagen spannt er sie alle und ein Joch den Nacken der Knaben legt er an. Aber seine Firmen für Aufträge stehen wie ein Eins mit vielen Nullen dran. Ja, ein Joch ist das nicht, nur für seine Buben und solchen Schmuck heben sie alle an, voll Stolz. Und in den Zügeln haltet leicht lenkbar Sie den Mund, damit die Aufträge rollen. Respekt. Vielleicht war es auch Zufall. Wie gemein das doch ist. Können Sie sich das vorstellen, dass ein einzelner Mensch so gemein sein kann? Ich kritisiere jetzt die hehren Tugenden des Menschen, aber ich nehme mir auch das Recht heraus, diesen einzelnen Menschen zu kritisieren. Wissen Sie, was der Tomahawk gekostet hat? Na, ich hab's Ihnen vorhin gesagt. Der hat schließlich auch eine Mutter. Viele Mütter, Väter. Nein, er hat eher doch nur Väter, denke ich mir. Väter, die um ihn weinen. So lange haben sie ihn entwickelt und dann haben sie seine Entwicklung weiter im Auge behalten.
Während Sie noch versuchen, im Geist Ihre Sexualität genauestens durchzugehen, weil das Wählen an sich so langweilig ist. Also dieser Weg des Geschosses macht nichts. Der ist ja auf gar keiner Karte eingezeichnet. Muss er auch nicht. Er ist in der Luft, in der Luft, in der Luft. Also, den Weg geht das Geschoss geschickt. Ich meine, es ist sowieso geschickt, auch wenn wir es geschickt haben. Also es geht mit hoher Genauigkeit und Unterschallgeschwindigkeit. Das macht es, damit Sie ihm folgen können. Also es geht über mehr als 1600 Kilometer hinweg ins Ziel, wohin es geführt wurde, an keiner Mutterhand, zu einer Mutterhand. Der reißt es das Kind aus den Armen und die Wäsche aus dem Korb und den Hund von der Leine und den Garten vom Zwerg und die Frucht vom Obst runter und das Gemüse aus seinem Bett und alles ins Ziel. Falls das Kind verschont bleiben sollte, werden Sie es noch beschädigen, wenn Sie sich so an ihm festklammern. Diese Beschützer von Ihnen, ja, Sie können das Kind ruhig loslassen. Wir beschützen auch das Kind. Wir sagen doch, wir beschützen Ihr Kind. Wir sind Arzt. Wieso halten Sie es dann noch so fest? Die Nacht betrachtet Sie, ausnahmsweise mit hellen Augen. Sonst sind Sie dunkel. Sonst brauchen Sie schon sehr gute Beziehungen, wenn Sie da wieder rauskommen wollen. Jetzt sind wir schon draußen. Na endlich. Gott sei Dank. Jetzt sind wir wieder draußen. Ich hätte nicht mehr geglaubt, dass das noch klappt. Zum Beispiel Ihr Anführer. Oh, weißer Tag, vom Licht durchzuckt, dass er hier auch immer so heiß sein muss. Und die ganze schwere Ausrüstung dazu. Und dann schmettert einem etwas zu Boden, stößt hart ein Haupt an einen Steinstrand. Sein und Nichtsein fallen übereinander her und werden eins. Es ist unentschieden ausgegangen zwischen Sein und Schein. Beide gleich stark. Gut so. Es gibt eh kein Kriterium für Realität, sage ich einmal so.